Meine Frau reagiert manchmal bei den Kindern völlig übertrieben und hysterisch. In Sachen Kindererziehung kommt es bei uns ständig zu Streitereien. Das Thema ist ein echter Liebeskiller. Manchmal würde ich die Zeit gern zurückdrehen, als wir noch keine Kinder hatten, weil die Zeit war einfach unbeschwerter. Also in unserem Familienleben habe ich einfach das Gefühl, ich bin die Putzfrau, das Taxiunternehmen, die Seelsorgerin und eigentlich der Mülleimer für alles. Meine Frau ist sehr perfektionistisch. Ich fühle mich dann oft bevormundet, das nervt. Du, jetzt setz dich mal ordentlich hin, sonst kann ich nicht lesen, ja? Jetzt komm unter die Decke, Lotta. Jolli, jetzt leg dich hin, bitte. Bin ich müde. Ich find's doof, warum man da jetzt so lange dabei bleiben muss. Man muss einfach sagen, jetzt ist Ruhe und ansonsten passiert das oder das. Irgendwie habe ich ja halt echt einen 150%-Job. Und mir fehlt manchmal auch die Kraft, konsequent zu bleiben und das halt so durchzuziehen. Das verstehe ich auch. Aber du weißt ja auch genau, ich meine, dann muss Ruhe sein abends und das muss, finde ich, dann auch geregelt sein. Und wenn Geschichte und dann gute Nacht und fertig. Mir fällt's halt schwer, wenn das. Corinne und Frank wohnen mit ihren drei Kindern in Marbach. So schön das ländliche Leben ist, abends sind die beiden oft am Ende ihrer Kräfte. Du gibst jetzt Ruhe, okay? Mhm. Schatz, wie sieht's aus? Was los? Wann kommst du denn heute? Kann ich noch nicht genau sagen, je nachdem, was anliegt, ich denke, aber. Annick und Stefan sind seit 3 Jahren verheiratet und leben in Berlin. Beide sind berufstätig und haben 2 Töchter, 4 und 6 Jahre alt. Okay. Schönen Tag. Ich habe das Gefühl, die gesamte Last der Erziehung liegt eigentlich nur auf meinen Schultern. Mein Mann handelt eigentlich nur im Auftrag. Bei uns hat es auch schon so geknallt, dass ich gesagt habe, er soll gehen. Ich habe das Gefühl, ich bin mitten in der Rush-Hour des Lebens. Alles zerrt an mir, ich bin erschöpft und ausgelaugt. Am schlimmsten ist für mich das Gefühl, im Alltag gefangen zu sein und nicht ausbrechen zu können. Das war unsere Hochzeit, genau. Ja, ich müsste noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich weiß jetzt auch. Ja, siehst du, aber so, genau deshalb kommen wir nicht zu Rande, weil. Dann heißt es immer, wir schlafen noch mal eine Nacht drüber. Ich brauche doch keine Nacht darüber schlafen, ob ich das noch brauche oder nicht. Ja, aber muss das jetzt sein? Ja, aber diese Frage, die höre ich immer, wenn wir uns diesen Themen widmen. Gerne nicht jetzt. Gerne Sondern nicht gerne mal an einem Abend nächste Woche, ja, aber wenn wir Ruhe genau, haben. Genau, wenn wir Ruhe haben. Ich weiß dann schon, wie das aussieht. Da läuft der Fernseher, du liegst dann da, dir fallen schon die Augen zu und ich sag dann, ja, wir müssten es jetzt mal aufräumen und dann höre ich, nee, heute nicht. Und ganz ehrlich, für mich ist das auch ein leidiges Thema, ist kein Herzensthema. Zwei Familien, die mit uns ein Experiment wagen. Sie testen ihr Verhalten bei der Erziehung ihrer Kinder. Warum räumst du jetzt? Wie es hier aussieht. Ja, und? Das ist ein Kinderzimmer, aber das sollen die aufräumen. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Weißt du, Frank, ich bin auch ständig hier am Aufräumen. Die ganze Zeit. Du machst dir davon gar kein Bild. Ja? Und irgendwann kannst du es nicht mehr sehen, das Chaos. Du kannst es einfach nicht mehr sehen. Aber trotzdem, du wirst es älter. Du erziehst die Tendenz, die Kinder so an, dass sie es nie selber machen werden. Die Unordnung sorgt für Konflikte und ist jeden Tag aufs Neue eine echte Herausforderung. Anton, Quatsch, keine Opern, jetzt du das Zeug. Frank ist 41 und Altenpfleger. Auch seine 2 Jahre jüngere Frau arbeitet stundenweise im Seniorenstift, obwohl Corinne eigentlich Logopädin ist. Aber das lässt sich mit den Kindern nicht vereinbaren. Oh Mann, echt. Ich bin halt jemand, der dann immer alles hinterherräumt und ganz viel Ordnung braucht und Struktur und das auch so durchsetzen möchte. Schon wieder. Es fängt schon morgens an, dann ist schon wieder in der Luft irgendwie Stress. Und dann fängt es schon wieder an, irgendwas zu räumen und zu machen und zu putzen. Ich brauche die Kontrolle darüber, weil sonst mir das Chaos entgleitet.
was unterm Strich dann letztendlich steht. Ich habe eine total gestresste Frau. Ich fühle mich halt oft unverstanden, weil es ist wirklich für mich fast nicht aushaltbar. Und wenn der Tag schon so beginnt, dann kann der ganze restliche Tag eigentlich nichts werden. Also, das ist einfach so. Mein größter Wunsch an Frank: Nimm mich ernst, wenn ich dir was sag. Und versuch nicht, mir zu sagen, dass ich mich da ändern muss, sondern nimm es einfach ernst. Mein größter Wunsch an dich wäre, dass du dich selber in gewissen Dingen nicht so sehr unter Druck setzen würdest. Weil ich glaube, es wäre insgesamt dann nicht so angespannt teilweise. Kommt ihr mal bitte alle an den Tisch. Unsere erste Testsituation. Eine Familienkonferenz. Klingt einfach, verlangt aber viel Selbstdisziplin. Also. Wer möchte denn den Vorsitzenden machen? Ich. Du? Mhm. Jeder darf gleichberechtigt mitreden. Über die Ergebnisse wird abgestimmt. Nur Einstimmigkeit zählt. Das Thema ist, keine Überraschung, Ordnung. Wenn man auch fertig gespielt hat, dann kommt es auch wieder hin. Ob das Gespräch etwas verändern kann? Und bevor Abend gegessen wird, hör du, das ist wichtig, bevor Abend gegessen wird, räumt ihr eure Sachen auf. Ja, und es sagt dann die Mama oder der Papa zu euch, ansonsten wird die Fernsehzeit gekürzt. Sind alle dafür? Mutter. Ich auch. Ich auch. Wer ist dafür? Ja, Jolle, Hand hoch. Hand hoch? Prima, einstimmig angenommen. Okay. So, okay. Ich habe Fragen können. Ich hörte die Sitze hier. Ich will jetzt beenden. Nach einer halben Stunde ist die Konferenz vorbei. Ich finde es echt gut, so eine Sache zu machen. Also sie können das greifen und es ist dann auch irgendwas Verbindliches dann so für die Kinder, wo man dann auch zurückgreifen kann, sagen, hier Kinder, da haben wir das beschlossen und besprochen und das machen wir jetzt so. Wir sind reinverfallen wieder in dieses alte Schema. Ich bin der Chef und du hast zu tun, was ich dir sage. Und haben zu wenig vielleicht den Kindern auch Raum für ihre eigenen Bedürfnisse gegeben. Es ist, glaube ich, noch nicht so, dass man jetzt sagt, das ist jetzt auf Augenhöhe, das glaube ich jetzt noch nicht so ganz. Ich war relativ dominant, glaube ich. Es hat irgendwie gefehlt, denen emotional mitzuteilen, wie es mir dabei geht, wenn sie so viel Unordnung machen. Unterm Strich zählt einfach so dieses Erlebnis insgesamt als Familie, weil ich das jetzt nicht kannte, sowas zu machen. Das fand ich schon mal eine super Sache. Aniks und Stefans Alltag ist voll organisatorischer Fallstrecke. Sie haben nie genug Zeit. Immer fühlen sie sich unter Druck. Manchmal eskaliert der Streit über alltägliche Dinge so, dass beide tagelang nicht miteinander reden. Anik arbeitet in der Personalentwicklung bei einem Autohersteller. Stefan war im Hotel tätig und hat dann auf Landschaftsgärtner umgeschult. Durch die geregelten Arbeitszeiten kann er sich mehr um die Kinder kümmern. Es ist wichtig, dass man zumindest in den grundsätzlichen Erziehungsfragen die gleiche Meinung hat, in die gleiche Richtung läuft. Ich denke, dass ich eher die Macherin bin und Stefan auch ein Stück weit. Also nicht ans Händchen nehmen, sondern einfach wirklich mitnehme in den Dingen, die zu erledigen sind. Anik ist meine externe Festplatte, weil sie hat immer alles auf dem Schirm. 100-mal strukturierter und zielstrebiger als ich. Schön gemütlich. Schön gemütlich. Die Ordnung in den Kinderzimmern zum Beispiel ist auch immer wieder ein Thema, wo ich mich dann aber auch nicht mehr aufrege, weil ich mir denke, okay, die Kinder haben sich da was aufgebaut. Aber Spaß macht es schon. Genau. Die sehen da eine Ordnung drin. Konflikte zwischen uns entstehen dann in dem Moment dadurch, dass ich finde, Anik ist zu schnell aufbrausend, ist dann wirklich schnell genervt, weil ich denke, das bringt nur unnötig noch mehr Unruhe rein. De facto hängt die meiste Verantwortung schon bei mir. Und das wird halt, finde ich, manchmal auch so ein bisschen vergessen von Stefan, dass ich halt sage, du, ich arbeite übrigens tagsüber auch. Ich bin keine Hausfrau und ich mache das hier alles so nebenbei noch. Also ja, da würde ich mir schon mehr Unterstützung einfach wünschen. Mein Wunsch ist, dass du doch mal von diesem alles muss funktionieren und
So war es geplant, dass du davon dann abrückst. Und ich finde einfach, Kinder sollen noch nicht so funktionieren. Es ist viel zu oft im Alltag so, dass wir ihnen unseren Fahrplan sozusagen überstülpen. Ich finde, Kinder sollten da noch gewisse Spielräume haben. Da haben wir auf jeden Fall beide noch, finde ich, eine kleine Baustelle im Sinne von auch Kritik mal anzunehmen und zu sagen, ja, ich denke darüber einfach mal nach. Auch sie stellen sich dem Test. Also wir machen heute unsere erste Familienkonferenz. Also. Für Annick, Stefan und die beiden Töchter eine ungewohnte Gesprächssituation. Abgestimmt. Und jetzt sammeln wir erstmal die Themen. Unser großes Thema ist Ordnung. Ja. Auch ihr. Ja, auch wir. Räumt auch auf. Wir räumen auch auf. Also wir können erstmal sagen, Kinderzimmer aufräumen. Jetzt stimmen wir nochmal einzeln über die Punkte ab. Dann fände ich es schon gut, wenn wir dazu Beschlüsse formulieren, über die wir dann abstimmen können. Wer ist dafür, dass die Kinderzimmer vor dem Abendbrot aufgeräumt werden? Ich finde es immer nur noch langweilig. Ja, siehst du, Soraya, so ist das manchmal. Okay. Ja, einfach nur noch zuhören. Nee, du kannst doch, das stimmt doch aber gar nicht. Wollen wir das vielleicht mal zusammen unterschreiben? Ja, genau. Unterschreibt jeder? Ja. Gut, ich, pass auf. Du schreibst ja meinen Namen. Nein, pass auf. Steht ja nein, schon nein, nein, nein. Da Papa, musst du aber unterschreiben. Papa, zeig mal. Und deswegen schreibt man immer da drunter. Ich kann nur einen Druckschluss. Ja, das ist okay. Ja. So. Also, mir hat's gefallen. Und ich denke, wir werden das auch so etablieren als Ritual. Ich glaube, das hilft uns allen weiter. Na, es gab ein, zwei Situationen. Da hast du mir die Punkte abgenommen und reingesprochen. Ja, ist halt schwierig, wenn man eben immer die Macherin ist, dann halt auch mal loszulassen und zu sagen, okay, man überlässt dem anderen jetzt mal das Zepter. Ist definitiv ein Lernprozess auch für mich. Ich glaube, du musst einfach noch lernen, dich dann, wenn ich Protokollführerin bin und nicht Vorsitzende, dich noch stärker durchzusetzen. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich zumindest auf dem Papier der Vorsitzende war. Vielleicht war ich dazu nachlässig. Wie jeden Tag holt Corinne die Kinder vom Kindergarten und der Schule ab. Eigentlich sehnt sie sich danach, wieder in ihrem Beruf als Logopädin zu arbeiten. Auch, weil Frank als Pfleger nicht genug Geld verdient für die fünfköpfige Familie. Ich habe schon teilweise das Gefühl, dass ich in meiner Lebensplanung zurückstecken muss. Ich habe im Prinzip meine Karriere ein Stück weit geopfert für die Familie. Ich habe natürlich auch viel gewonnen auf der anderen Seite, aber trotzdem tut mir das manchmal weh. Joschka, kommst du bitte? Komm mal her. Die Zeit ist halt einfach sehr gering. Zeit für sich selber zu haben, das, also was jetzt meine Freiheit anbelangt, fühle ich mich schon sehr eingeschränkt so in meiner Lebensplanung. Auf geht's. Jolle. Jetzt komm. Wir funktionieren sehr gut in organisatorischen Dingen und so, denke ich. Aber sich wirklich als Paar zu empfinden und auch einfach geistig austauschen, das fehlt mir so wahnsinnig. Da war geistig sehr viel am Anfang. Die Kinder sind relativ schnell gekommen und dann ist das echt lang brach gelegen. Alltagstauglich sind wir top. Es gibt wenig Momente, wo ich meiner Frau so emotional, geistig nahe bin. Ist nicht oft. Geht mir schon auch so, ja. Dass da mein Akku dann einfach auch leer ist. Ruhige Momente zum Entspannen, wie beim Yoga, sind selten. Auch Familienausflüge am Wochenende bringen keine Erholung. Bis es losgeht, bis dann alles eingepackt ist und bis dann alle drin sind, das ist ein enormer Stressfaktor für mich. Ja, das nimmt mich sehr mit. War ich dann sogar teilweise so in der Anfangszeit mit, als wir alle drei hatten, sehr nass geschwitzt, dann, bis sowas dann auch losging. In solchen Situationen bin ich wesentlich angespannter als der Frank und strenger auch mit den Kindern. Unterm Strich entsteht die Situation, dass ich die Böse bin eigentlich und die Motzende und die, ja, die Spaßverderberin und eigentlich die Kinder sich dann auf Papas Seite schlagen. Ja, leg dich mal bitte deine Schuhe an, komm. Wir wollen der Familie eine kleine Flucht aus dem Alltag ermöglichen und organisieren einen Restaurantbesuch. Anton, Lotta. Kommt, nein, Lotta, Anton, anziehen. Zieh bitte die Jacke an. Halt. Meine Tasche. Freuen Sie sich darauf? Ja, wenn ich dran denke, dass wir in ein Restaurant gehen, denke ich schon, oh, hoffentlich sind sie nicht so laut, hoffentlich
essen sie ordentlich, hoffentlich läuft es glimpflich ab und vielleicht auch, hoffentlich kann ich es auch ein bisschen genießen. Stopp, stopp, jetzt hört mal auf. Hey, wir gehen da jetzt rein, jetzt ist Ruhe. Du, Anton, wir können auch wieder heimgehen. Jetzt genug, jetzt kommst du mal runter. Meine Angst ist halt immer, dass andere Leute denken, oh Gott, was haben die denn für Kinder? Oder oh Gott, die haben ihre Kinder nicht im Griff. Du, Jolle, legst du bitte die Gabel wieder hin? Jolle, das ist kein Spielzeug, okay? Nee, was machst denn du unter dem Tisch? Lotta, was ist los? Nein. Hier dazwischen plapperst, Jolle, dann wird es nichts. Kirst, komm, setz dich mal vernünftig hin. Anton. Oh Mann, echt. Also wenn das jetzt nicht funktioniert hier, dann ist Fernsehen heute Abend gestrichen, okay? Nicht mit den Fingern. Die Ängste sind, ja, dass irgendein Getränk umgeschüttet wird, ein Kind anfängt zu schreien, Leute uns komisch anschauen. Wie reagiert dann meine Frau dann auch? Bleib mal hier. Anton. Du sollst hier bleiben. Joschka, komm mal unterm Tisch vor, bitte. Jolle, wir gehen jetzt. Tschüss. Ich habe den Frank viel angespannter erlebt als mich selber. So gefühlt von meiner Seite aus. Du hast viel gemaßregelt. Da war ich erstaunt. Das wäre eigentlich mein Part gewesen. Ich will da schon vorab den Wind aus den Segeln nehmen, einfach. Weil, also eigentlich ist meine größte Angst, wie reagiert meine Frau. Weil ich das ja auch weiß, was du da du sehr schnell dann auch genervt bist, dass ich das dann gleich abfange. Wenn du dann auch echt mal sagst, hey, so und so, und das wirklich mit Nachdruck, dann habe ich auch das Gefühl, irgendwo mal anzukommen, ja, und mich auch irgendwie dran reiben zu können und nicht so immer weiter zu schwimmen. Wenn ich das Gefühl habe, es kommt keine Grenze, dann fühle ich mich irgendwie haltlos. Auch bei Annick und Stefan finden Ausflüge oder andere gemeinsame Unternehmungen nur selten statt. Neben Arbeit, Kindern und Haushalt bleibt einfach zu wenig Zeit. Der größte Beziehungskonflikt für mich ist, das optimale Maß zu finden. Wie kann ich mich selber auch ein Stück weit entlasten? Also ich wünsche mir halt mehr Unterstützung von Stefan im Alltag einfach. Es gab auch Zeiten, wo Kleinigkeiten gereicht haben, um die Situation eskalieren zu lassen. Wenn es mir zu stressig wird, dann lehne ich mich auch mal zurück und dann möchte ich auch, dass sie einen Gang zurückschaltet. Also eine besonders konfliktträchtige Situation für uns als Familie ist das gemeinsame Einkaufen mit den Kindern, also zu viert, weil da im Prinzip vier unterschiedliche Vorstellungen in einen Laden gehen. Und dann stellt man oft sogar schon eine Belohnung oder irgendwas Gutes in Aussicht, was man zu Hause macht, um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen und den Einkauf hinter sich zu bringen. Das wollen wir genauer beobachten und schicken die Familie in einen Supermarkt. Ich möchte mich gerne mal kurz inspirieren lassen, mal kurz den Blick schweifen lassen, wenn dann irgendwie zwei Kinder in unterschiedliche Richtungen laufen und mein Mann eigentlich sowieso vom Einkaufen gestresst ist. Dann merke ich so, dass diese Unruhe sich auf mich überträgt. Leider ja. Wartet mal, wir müssen mal kurz gucken. Erstmal orientieren. Soraya. Wir wollen uns was aussuchen. Ja, ich weiß, dass ihr euch was aussuchen wollt. Jeder kann zwei aussuchen. Auch. Meine Freundin, nicht seine, so. Welche, die hier? Ich wollte die und die. Wir brauchen, warte mal ganz kurz. Marlena, die beiden? Guck mal, jetzt darf, guck mal. Ja. So weit. Marlena? Ich kann sogar ganz. Soraya. Hey, Soraya. Und ich habe auch anfangs versucht, dran zu bleiben, damit wir so einfach gemeinsam ein bisschen durchgehen können. Ja, dann hat es uns aber irgendwie auseinandergerissen. Papa, du bist gemein. Komm mal bitte her. Komm, Lena. Hey. Komm.
bringt schon verschiedene Herausforderungen mit sich. In dem Laden, wo halt, sag ich mal, auch viele Bedürfnisse geweckt werden bei ihnen. Ne? Und da sind sie einfach auch schon Mädchen durch und durch. Da interessieren sie sich auch schon für Lippenstifte, für Haarshampoo, für Duschbad. Ne? Also, und das ist dann manchmal nicht leicht. Ich fand's nicht angenehm. Es hat uns ja auch relativ schnell auseinandergerissen. Die Kinder haben sich in alle Richtungen verteilt, haben auch heute erstaunlich schlecht gehört. Weil der Plan ja eigentlich war, wir gehen gemeinsam durch und holen erstmal die Sachen ein, die wir auf der Liste haben. Ich habe dich eher entspannt erlebt, aber irgendwie hat diese Entspannung nicht auf mich abgefärbt. Beide Paare reiben sich an den immer gleichen Themen auf. Die Auseinandersetzungen wiederholen sich. Bei der letzten Aufgabe geht es deshalb um die Kommunikation untereinander. Gespräche gibt es selten, ja. Ich würde gerne öfters mit Corinne in guten Gesprächen irgendwie sein. Also das ist definitiv. Kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass man da dann wirklich sich hinsetzt und jetzt quatschen wir mal über irgendwas. In der Lage, Gefühle zu äußern, sind wir eigentlich beide. Ich glaube, mir fällt es noch ein Stückchen schwerer als dem Frank, so wirklich mich verletzlich zu zeigen auch und ihn da echt auch an mich ranzulassen, dass es einfach Licht am Ende vom Tunnel gibt. Ich initiiere die Gespräche, weil Stefan aus meiner Wahrnehmung eher konfliktscheu ist und Themen eigentlich erst so dann auch auf Nachfrage mal mit mir austauscht. Ich habe vielleicht seltener so ein offenes Ohr, wie Anik sich das wünscht. Ich denke, wir müssen einen Weg finden, eine gewisse Spontanität, Zuwendung, Zärtlichkeiten miteinander, auch in Momenten, wo wir wenig Zeit haben, einfach mehr auszutauschen, um wieder eine stabilere Basis auch für Sexualität dann zu schaffen. Kann ich mich nicht erinnern, dass wir ein längeres, intensives Gespräch darüber geführt hätten. Die Vorbereitung für unseren nächsten Test sieht wie ein harmloses Spiel aus. Aber das täuscht. Mit Figuren wird die Familie aufgestellt, so wie es jeder fühlt. Also es ist eigentlich wie so, ich sehe es ein bisschen wie ein Reißverschluss, ja? Also wir haben sozusagen schon eine gemeinsame Linie, die wir fahren. Und es gibt halt immer noch Themen, finde ich, wo wir ein Stück weit auseinanderlaufen. Ja. Also da wünsche ich mir, dass wir hinkommen, ja? Wobei ich auch immer finde, so ein ganz kleines bisschen darf jeder so ein bisschen Luft haben. Nee, ich will auch nicht, dass wir uns total miteinander angleichen. Da ist ja sozusagen noch Potenzial zu sagen, wir rücken noch weiter zusammen. Mhm. Aber ich bin auch froh, dass wir nicht so gefühlt sind. Das, ne? Ja? Gut, ja. Magst du? Okay. Mhm. Du bist eigentlich so auch die gute Seele und der Engel der Familie, der immer auch ein Stück weit nach vorne schaut, in unser aller Sinne. Mhm. Nichtsdestotrotz, denke ich, bewegen wir uns auf Augenhöhe und nah zueinander. Ja, weil ich mich einfach, ja, dir sehr nah fühle, obwohl wir manchmal sicherlich unsere Spannungen und Konflikte haben. Es kann nur der ideale Weg sein, weiter daran zu arbeiten und zusammenzubleiben, weil man merkt, man gehört zusammen und nicht zu denken, es wird alles besser, wenn man irgendwo neu anfängt, weil das wird es nicht. Wir haben uns zwar im Blick, deswegen habe ich es ja aus diesem Augenkontakt so hergestellt, aber ich denke, wir sind halt schon uns sehr distanziert, einfach als Paar. Und es ist halt nur schwierig im Prinzip, weil ich fühle mich der Kinder emotional schon sehr nahe. Mhm. Denke ich, das Hauptproblem stellt für mich halt so gerade bei diese Beziehung zwischen uns da. Es driftet so ein bisschen auseinander, aber es ist nicht komplett auseinander. Mhm. Es gibt noch einen Punkt, wo es zusammenhält. Ich stehe im direkten Kontakt mit den Kindern, Augenkontakt, Blickkontakt. Und du bist so ein bisschen außen vor und guckst zu uns rüber. Irgendwie auch sehnsuchtsvoll, finde ich. Mit diesen Gefühlen geht es zur letzten Aufgabe, ein Zwiegespräch.
90 Minuten lang. Habe ich so meine Zweifel, ob wir das 90 Minuten lang hinbekommen. Dass man seine Gefühle beschreibt und bei sich bleibt, kann ich mir gut vorstellen. Das hört sich nach einem sehr spannenden Experiment an. Was ich mir vorstellen könnte, was passiert für beide Seiten, dass es emotional, dass es sehr emotional wird. Die Regeln: gleichmäßige Redeanteile, kein Smalltalk und vor allem keine Vorwürfe. Jeder darf nur über sich und seine Gefühle reden. Wir lassen unsere Paare alleine. Die Mikrofone bleiben aus, nur die Kamera läuft. Was mir in dem Gespräch mit dir besonders gut gefallen hat, war, dass du sehr authentisch und sehr ehrlich warst und über einen langen Zeitraum dich wirklich mal mit mir auseinandergesetzt hast. Mir hat bei dem Zwiegespräch auch besonders gut gefallen, dass du deine Grenzen sozusagen mal aufgebrochen hast und mal auf den Prüfstand gestellt und auch gleich neue Ideen sozusagen mit eingebracht. Ich finde, da ist eine extreme Energie entstanden, die wir jetzt einfach für uns positiv nutzen müssen. Es hat auch eine ganze Menge, finde ich, aufgewühlt. Und ich denke, darauf kann man gut aufbauen. Konflikte wird es sicherlich noch geben, diesbezüglich mit dieser ganzen Ordnung und allem. Aber ich glaube, da sind wir auf dem Weg und haben da jetzt Lösungsansätze irgendwie für uns ein Stück weit schon erarbeitet. Bei dem Gespräch, wo da einfach so ein Mitgefühl da war, das war für mich ein berührender Moment. Da habe ich mich dir sehr nahe gefühlt. Ich habe die letzten Tage als sehr intensiv empfunden. Ich denke, wir haben viel aufgearbeitet, was lange so unter der Oberfläche unausgesprochen kochte. Ja, es ist im Alltag wirklich schwer, ne? Weil einer braucht halt doch irgendwie diese Fäden in der Hand. Einer braucht den Gesamtüberblick. Das ist mit Kindern einfach so. Wenn ich weiß, ich kann mich auf den anderen verlassen, kann ich auch loslassen. Das hat mich schon sehr nach vorne gebracht, muss ich sagen. In manche Punkte dann echt die Augen geöffnet, was man da eigentlich so macht. Die Bedürfnisse und die Äußerungen der Kinder noch viel ernster zu nehmen, fand ich total klasse. Ich denke, dass unser Erziehungsstil im Großen und Ganzen schon übereinstimmt. Für mich steht im Zentrum der Erziehung eigentlich die Liebe. Setz dich mal ordentlich hin, sonst kann ich nicht lesen, ja? Jetzt komm unter die Decke, Lotta. Jolli, jetzt leg dich hin, bitte. Bin ich müde. Ich find's doof, warum man da jetzt so lange dabei bleiben muss. Man muss einfach sagen, jetzt ist Ruhe und ansonsten passiert das oder das. Irgendwie habe ich ja halt echt einen 150%-Job. Und mir fehlt manchmal auch die Kraft, konsequent zu bleiben und das halt so ja, durchzuziehen. Das verstehe ich auch. Aber du weißt ja auch genau, ich meine, dann muss Ruhe sein abends. Und das muss, finde ich, dann auch geregelt sein. Und wenn Geschichte und dann gute Nacht und fertig. Mir fällt es halt schwer, wenn das. Corinne und Frank wohnen mit ihren drei Kindern in Marbach. So schön das ländliche Leben ist, abends sind die beiden oft am Ende ihrer Kräfte. Du gibst jetzt Ruhe, okay? Schatz, wie sieht's aus? Was ist los? Wann kommst du denn heute? Kann ich noch nicht genau sagen, je nachdem, was anliegt. Ich denke aber. Annick und Stefan sind seit 3 Jahren verheiratet und leben in Berlin. Beide sind berufstätig und haben 2 Töchter, 4 und 6 Jahre alt. Einen schönen Tag. Ich habe das Gefühl, die gesamte Last der Erziehung liegt eigentlich nur auf meinen Schultern. Mein Mann handelt eigentlich nur im Auftrag. Bei uns hat es auch schon so geknallt, dass ich gesagt habe, er soll gehen. Ich
habe das Gefühl, ich bin mitten in der Rush-Hour des Lebens. Alles zerrt an mir, ich bin erschöpft und ausgelaugt. Am schlimmsten ist für mich das Gefühl, im Alltag gefangen zu sein und nicht ausbrechen zu können. Das von unserer Hochzeit, genau. Ja, ich müsste noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich weiß jetzt auch. Ja, siehst du, aber so, genau deshalb kommen wir nicht zu Rande, weil dann heißt es immer, wir schlafen noch mal eine Nacht drüber. Ich brauche doch keine Nacht darüber schlafen, ob ich das noch brauche oder nicht. Ja, aber muss das jetzt sein? Ja, aber diese Frage, die höre ich immer, wenn wir uns diesen Themen widmen. Gerne nicht jetzt. Gerne mal an einem Abend nächste Woche, ja, aber wenn wir Ruhe haben. Genau, wenn wir Ruhe haben. Ich weiß dann schon, wie das aussieht. Da läuft der Fernseher, du liegst dann da, dir fallen schon die Augen zu und ich sag dann, ja, wir müssten es jetzt mal aufräumen und dann höre ich, nee, heute nicht. Und ganz ehrlich, für mich ist das auch ein leidiges Thema, ist kein Herzensthema. Zwei Familien, die mit uns ein Experiment wagen. Sie testen ihr Verhalten bei der Erziehung ihrer Kinder. Warum räumst du jetzt? Wie es hier aussieht. Ja, und im Kinderzimmer, aber das sollen die aufräumen. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Ich bin auch ständig hier am Aufräumen. Die ganze Zeit. Du machst dir davon gar kein Bild. Ja? Und irgendwann kannst du nicht mehr sehen, das Chaos. Du kannst einfach nicht mehr sehen. Aber trotzdem, du wirst halt. Meine Frau reagiert manchmal bei den Kindern völlig übertrieben und hysterisch. In Sachen Kindererziehung kommt es bei uns ständig zu Streitereien. Das Thema ist ein echter Liebeskiller. Manchmal würde ich die Zeit gern zurückdrehen, als wir noch keine Kinder hatten, weil die Zeit war einfach unbeschwerter. Also in unserem Familienleben habe ich einfach das Gefühl, ich bin die Putzfrau, das Taxiunternehmen, die Seelsorgerin und eigentlich der Mülleimer für alles. Meine Frau ist sehr perfektionistisch. Ich fühle mich dann oft bevormundet, das nervt. Die Unordnung sorgt für Konflikte und ist jeden Tag aufs Neue eine echte Herausforderung. Frank ist 41 und Altenpfleger. Auch seine 2 Jahre jüngere Frau arbeitet stundenweise im Seniorenstift, obwohl Corinne eigentlich Logopädin ist. Aber das lässt sich mit den Kindern nicht vereinbaren. Ich bin halt jemand, der dann immer alles hinterherräumt und ganz viel Ordnung braucht und Struktur und das auch so durchsetzen möchte. Oh nee, schon wieder. Es fängt schon morgens an, dann ist schon wieder in der Luft irgendwie Stress. Und dann fängt es schon wieder an, irgendwas zu räumen und zu machen und zu putzen. Ich brauche die Kontrolle darüber, weil sonst mir das Chaos entgleitet. Was unterm Strich dann letztendlich steht. Ich habe Logistik austauschen, das fehlt mir so wahnsinnig. Da war geistig sehr viel am Anfang und die Kinder sind relativ schnell gekommen und dann ist es echt lang brach gelegen. Alltagstauglich sind wir top. Es gibt wenig Momente, wo ich meiner Frau so emotional, geistig nahe bin. Ist nicht oft. Geht mir schon auch so, ja. Was da mein Akku dann einfach auch leer ist. Ruhige Momente zum Entspannen wie beim Yoga sind selten. Auch Familienausflüge am Wochenende bringen keine Erholung. Bis es losgeht, bis dann alles eingepackt ist und bis dann alle drin sind, das ist ein enormer Stressfaktor für mich. Ja, das nimmt mich sehr mit. War ich dann sogar teilweise so in der Anfangszeit mit, als wir alle drei hatten, sehr nass geschwitzt, dann, bis sowas dann auch losging. In solchen Situationen bin ich wesentlich angespannter als der Frank und strenger auch mit den Kindern. Unterm Strich entsteht die Situation, dass ich die Böse bin eigentlich und die Motzende und die Spaßverderberin.
Und eigentlich die Kinder sich dann auf Papas Seite schlagen. Ja, leg dich mal bitte deine Schuhe an, komm. Wir wollen der Familie eine kleine Flucht aus dem Alltag ermöglichen und organisieren einen Restaurantbesuch. Anton, Lotta! Kommt, nein, Lotta, anziehen! Anton, jetzt zieh bitte die Jacke an! Halt! Meine Tasche. Freuen Sie sich darauf? Ja, wenn ich dran denke, dass wir in ein Restaurant gehen, denke ich schon, oh, hoffentlich sind sie nicht so laut, hoffentlich essen sie ordentlich, hoffentlich läuft es glimpflich ab und vielleicht auch, hoffentlich kann ich es auch ein bisschen genießen. Stopp, stopp, jetzt hört mal auf. Hey, wir gehen da jetzt rein, jetzt ist Ruhe. Du, Anton, wir können auch wieder heimgehen. Jetzt genug, jetzt kommst du mal runter. Meine Angst ist halt immer, dass andere Leute denken, oh Gott, was haben die denn für Kinder? Oder oh Gott, die haben ihre Kinder nicht im Griff. Du, Jolle, legst du bitte die Gabel wieder hin? Jolle, das ist kein Spielzeug, okay? Nee, was machst denn du unter dem Tisch? Lotta, was ist los? Nee, nee, nee. Hier dazwischen plapperst, Jolle, dann wird es nichts. Kirst, komm, setz dich mal vernünftig hin. Anton. Oh Mann, echt. Also wenn das jetzt nicht funktioniert hier, dann ist Fernsehen heute Abend gestrichen, okay? Nicht mit den Fingern. Die Ängste sind, ja, dass irgendein Getränk umgeschüttet wird, ein Kind anfängt zu schreien, Leute uns komisch anschauen. Wie reagiert dann meine Frau dann auch? Bleib mal hier. Anton. Du sollst hier bleiben. Joschka, komm mal unterm Tisch vor, bitte. Frau Schirle, dann wird es nichts. Kirst, komm, setz dich mal vernünftig hin. Anton. Oh Mann, echt. Also wenn das jetzt nicht funktioniert hier, dann ist Fernsehen heute Abend gestrichen, okay? Nicht mit den Fingern. Die Ängste sind, ja, dass irgendein Getränk umgeschüttet wird, ein Kind anfängt zu schreien, Leute uns komisch anschauen. Wie reagiert dann meine Frau dann auch? Bleib mal hier. Anton. Du sollst hier bleiben. Joschka, komm mal unterm Tisch vor, bitte. Jolle, wir gehen jetzt. Tschüss. Ich habe den Frank viel angespannter erlebt als mich selber. So gefühlt von meiner Seite aus. Du hast viel gemaßregelt. Da war ich erstaunt. Das wäre eigentlich mein Part gewesen. Ich will da schon vorab den Wind aus den Segeln nehmen, einfach. Weil, also eigentlich ist meine größte Angst, wie reagiert meine Frau. Weil ich das ja auch weiß, was du, da du sehr schnell dann auch genervt bist, dass ich das dann gleich abfange. Wenn du dann auch echt mal sagst, hey, so und so, und das wirklich mit Nachdruck, dann habe ich auch das Gefühl, irgendwo mal anzukommen, ja, und mich auch irgendwie dran reiben zu können. Mhm. Und nicht so, immer weiter zu schwimmen, wenn ich das Gefühl habe, es kommt keine Grenze, dann fühle ich mich irgendwie haltlos. Auch bei Annick und Stefan finden Ausflüge oder andere gemeinsame Unternehmungen nur selten statt. Neben Arbeit, Kindern und Haushalt bleibt einfach zu wenig Zeit. Der größte Beziehungskonflikt für mich ist, das optimale Maß zu finden. Wie kann ich mich selber auch ein Stück weit entlasten? Also ich wünsche mir halt mehr Unterstützung von Stefan im Alltag einfach. Es gab auch Zeiten, wo Kleinigkeiten gereicht haben, um die Situation eskalieren zu lassen. Wenn es mir zu stressig wird, dann lehne ich mich auch mal zurück und dann möchte ich auch, dass sie einen Gang zurückschaltet. Also eine besonders konfliktträchtige Situation für uns als Familie ist das gemeinsame Einkaufen mit den Kindern, also zu viert, weil da im Prinzip vier unterschiedliche Vorstellungen in einen Laden gehen. Und dann stellt man oft sogar schon eine Belohnung oder irgendwas Gutes in Aussicht, was man zu Hause macht, um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen und den Einkauf hinter sich zu bringen. Das wollen wir genauer beobachten. Und schicken die Familie in einen Supermarkt. Ich möchte mich gerne mal kurz inspirieren lassen, mal kurz den Blick schweifen lassen, wenn dann irgendwie zwei Kinder in unterschiedliche. Es gibt noch einen Punkt, wo es zusammenhält. Ich stehe im direkten Kontakt mit den Kindern, Augenkontakt, Blickkontakt.
und du bist so ein bisschen außen vor und guckst zu uns rüber. Irgendwie auch sehnsuchtsvoll, finde ich. Mit diesen Gefühlen geht es zur letzten Aufgabe. Ein Zwiegespräch, 90 Minuten lang. Habe ich so meine Zweifel, ob wir das 90 Minuten lang hinbekommen. Dass man seine Gefühle beschreibt und bei sich bleibt, kann ich mir gut vorstellen. Das hört sich nach einem sehr spannenden Experiment an. Was ich mir vorstellen könnte, was passiert für beide Seiten, dass es emotional, dass es sehr emotional wird. Die Regeln: gleichmäßige Redeanteile, kein Smalltalk und vor allem keine Vorwürfe. Jeder darf nur über sich und seine Gefühle reden. Wir lassen unsere Paare alleine. Die Mikrofone bleiben aus, nur die Kamera läuft. Was mir in dem Gespräch mit dir besonders gut gefallen hat, war, dass du sehr authentisch und sehr ehrlich warst und über einen langen Zeitraum dich wirklich mal mit mir auseinandergesetzt hast. Mir hat bei dem Zwiegespräch auch besonders gut gefallen, dass du deine Grenzen sozusagen mal aufgebrochen hast und mal auf den Prüfstand gestellt und auch gleich neue Ideen sozusagen mit eingebracht. Ich finde, da ist eine extreme Energie entstanden, die wir jetzt einfach für uns positiv nutzen müssen. Es hat auch eine ganze Menge, finde ich, aufgewühlt. Und ich denke, darauf kann man gut aufbauen. Konflikte wird es sicherlich noch geben, diesbezüglich mit dieser ganzen Ordnung und allem. Aber ich glaube, da sind wir auf dem Weg und haben da jetzt Lösungsansätze irgendwie für uns ein Stück weit schon erarbeitet. Bei dem Gespräch, wo da einfach so ein Mitgefühl da war, das war für mich ein berührender Moment. Da habe ich mich dir sehr nahe gefühlt. Ich habe die letzten Tage als sehr intensiv empfunden. Ich denke, wir haben viel aufgearbeitet, was lange so unter der Oberfläche unausgesprochen kochte. Ja, es ist im Alltag wirklich schwer, ne? Weil einer braucht halt doch irgendwie diese Fäden in der Hand. Einer braucht den Gesamtüberblick. Das ist mit Kindern einfach so. Wenn ich weiß, ich kann mich auf den anderen verlassen, kann ich auch loslassen. Das hat mich schon sehr nach vorne gebracht. Richtung läuft. Ich denke, dass ich eher die Macherin bin und Stefan auch ein Stück weit. Also nicht ans Händchen nehmen, sondern einfach wirklich mitnehme in den Dingen, die zu erledigen sind. Annike ist meine externe Festplatte, weil sie hat immer alles auf dem Schirm. 100-mal strukturierter und zielstrebiger als ich. Schön gemütlich. Schön gemütlich. Die Ordnung in den Kinderzimmern zum Beispiel ist auch immer wieder ein Thema, wo ich mich dann aber auch nicht mehr aufrege, weil ich mir denke, okay, die Kinder haben sich da was aufgebaut. Aber Spaß macht es schon. Genau. Die sehen da eine Ordnung drin. So. Konflikte zwischen uns entstehen dann in dem Moment dadurch, dass ich finde, Annike ist zu schnell aufbrausend, ist dann wirklich schnell genervt, weil ich denke, das bringt nur unnötig noch mehr Unruhe rein. De facto hängt die meiste Verantwortung schon bei mir. Und das wird halt, finde ich, manchmal auch so ein bisschen vergessen von Stefan, dass ich halt sage, du, ich arbeite übrigens tagsüber auch. Ich bin keine Hausfrau und ich mache das ja alles so nebenbei noch. Also ja, da würde ich mir schon mehr Unterstützung einfach wünschen. Mein Wunsch ist, dass du doch mal von diesem alles muss funktionieren und so war es geplant, dass du davon dann abrückst. Und ich finde einfach, Kinder sollen noch nicht so funktionieren. Es ist viel zu oft im Alltag so, dass wir ihnen unseren Fahrplan sozusagen überstülpen. Ich finde, Kinder sollten da noch gewisse Spielräume haben. Da haben wir auf jeden Fall beide noch, finde ich, eine kleine Baustelle im Sinne von auch Kritik mal anzunehmen und zu sagen, ja, ich denke darüber einfach mal nach. Auch sie stellen sich dem Test. Also wir machen heute unsere erste Familienkonferenz. Also. Für Annike, Stefan und die beiden Töchter eine ungewohnte Gesprächssituation. Abgestimmt. Und jetzt sammeln wir erstmal die Themen. Unser großes Thema ist Ordnung. Ja. Auch ihr. Ja, auch wir. Wir räumen auch auf. Wir räumen auch auf. Also wir können erstmal sagen, Kinderzimmer aufräumen.
Jetzt stimmen wir noch mal einzeln über die Punkte ab. Dann fände ich es schon gut, wenn wir dazu Beschlüsse formulieren, über die wir dann abstimmen können. Wer ist dafür, dass die Kinderzimmer vor dem Abendbrot aufgeräumt werden? Ich finde es immer nur noch langweilig. Ja, siehst du, Soraya, so ist das manchmal. Okay. Ja, einfach nur noch zuhören. Nee, du kannst doch, das stimmt doch aber gar nicht. Wollen wir das vielleicht mal zusammen unterschreiben? Ja, genau. Unterschreibt jeder? Ja. Gut, ich, pass auf. Du schreibst ja meinen Namen. Nein, pass auf. Steht ja nein, schon nein, nein, nein. Da Papa, musst du aber unterschreiben. Papa, zeig mal. Und deswegen schreibt man immer da drunter. Ich kann nur einen Druckschrift. Ja, das ist okay. Ja. So. Also, mir hat's gefallen. Und ich denke, wir werden das auch so etablieren als Ritual. Ich glaube, sowas zu machen, das fand ich schon mal eine super Sache. Aniks und Stefans Alltag ist voll organisatorischer Fallstrecke. Sie haben nie genug Zeit. Immer fühlen sie sich unter Druck. Manchmal eskaliert der Streit über alltägliche Dinge so, dass beide tagelang nicht miteinander reden. Anik arbeitet in der Personalentwicklung bei einem Autohersteller. Stefan war im Hotel tätig und hat dann auf Landschaftsgärtner umgeschult. Durch die geregelten Arbeitszeiten kann er sich mehr um die Kinder kümmern. Es ist wichtig, dass man zumindest in den grundsätzlichen Erziehungsfragen die gleiche Meinung hat, in die gleiche Richtung läuft. Ich denke, dass ich eher die Macherin bin und Stefan auch ein Stück weit. Also nicht ans Händchen nehmen, sondern einfach wirklich mitnehme in den Dingen, die zu erledigen sind. Anik ist meine externe Festplatte, weil sie hat immer alles auf dem Schirm. 100-mal strukturierter und zielstrebiger als ich. Schön gemütlich. Schön gemütlich. Die Ordnung in den Kinderzimmern zum Beispiel ist auch immer wieder ein Thema, wo ich mich dann aber auch nicht mehr aufrege, weil ich mir denke, okay, die Kinder haben sich da was aufgebaut. Aber Spaß macht es schon. Genau. Die sehen da eine Ordnung drin. Konflikte zwischen uns entstehen dann in dem Moment dadurch, dass ich finde, Anik ist zu schnell aufbrausend, ist dann wirklich schnell genervt, weil ich denke, das bringt nur unnötig noch mehr Unruhe rein. De facto hängt die meiste Verantwortung schon bei mir. Und das wird halt, finde ich, manchmal auch so ein bisschen vergessen von Stefan, dass ich halt sage, du, ich arbeite übrigens tagsüber auch. Ich bin keine Hausfrau und ich mache das ja alles so nebenbei noch. Also ja, da würde ich mir schon mehr Unterstützung einfach wünschen. Mein Wunsch ist, dass du doch mal von diesem alles muss funktionieren und so war es geplant, dass du davon dann abrückst. Und ich finde einfach, Kinder sollen noch nicht so funktionieren. Es ist viel zu oft im Alltag so, dass wir ihnen unseren Fahrplan sozusagen überstülpen. Ich finde, Kinder sollten da noch gewisse Spielräume haben. Da haben wir auf jeden Fall beide noch, finde ich, eine kleine Baustelle im Sinne von auch Kritik mal anzunehmen und zu sagen, ja, ich denke darüber einfach mal nach. Auch sie stellen sich dem Test. Also wir machen heute unsere erste Familienkonferenz. Also. Für Anik, Stefan und die beiden Töchter eine ungewohnte Gesprächssituation. Abgestimmt. Und jetzt sammeln wir erstmal die Themen. Unser großes Thema ist Ordnung. Ja. Auch ihr. Ja, auch wir. Wir räumen auch auf. Wir räumen auch auf. Also wir können erstmal sagen, Kinderzimmer aufräumen. Jetzt stimmen wir noch mal einzeln über die Punkte ab. Dann fände ich schon gut. Anik und Stefan sind seit 3 Jahren verheiratet und leben in Berlin. Beide sind berufstätig und haben 2 Töchter, 4 und 6 Jahre alt. Einen schönen Tag. Ich habe das Gefühl, die gesamte Last der Erziehung liegt eigentlich nur auf meinen Schultern. Mein Mann handelt eigentlich nur im Auftrag. Bei uns hat es auch schon so geknallt, dass ich gesagt habe, er soll gehen. Ich habe das Gefühl, ich bin mitten in der Rush-Hour des Lebens. Alles zerrt an mir, ich bin erschöpft und ausgelaugt. Am schlimmsten ist für mich das Gefühl, im Alltag gefangen zu sein und nicht ausbrechen zu können. Das war unsere Hochzeit, genau. Ja, ich müsste noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich weiß jetzt auch. Ja, siehst du, aber so, genau deshalb kommen wir nicht zu Rande, weil dann heißt es immer, wir schlafen noch mal eine Nacht drüber. Ich brauche doch keine Nacht darüber schlafen, ob ich das noch brauche oder nicht. Ja, man muss das jetzt sein. Ja, aber diese Frage, die höre ich immer, wenn wir uns diesen Themen widmen.
gerne nicht jetzt. Gerne sondern nicht gerne mal an einem Abend nächste Woche, ja, aber wenn wir Ruhe haben. Genau, wenn wir Ruhe haben. Ich weiß dann schon, wie das aussieht. Da läuft der Fernseher, du liegst dann da, dir fallen schon die Augen zu und ich sag dann, ja, wir müssten es jetzt mal aufräumen, dann höre ich, nee, heute nicht. Und ganz ehrlich, für mich ist das auch ein leidiges Thema, ist kein Herzensthema. Zwei Familien, die mit uns ein Experiment wagen. Sie testen ihr Verhalten bei der Erziehung ihrer Kinder. Warum räumst du hier aus? Ja, und das ist ein Kinderzimmer, aber das sollen die aufräumen. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Oh, weißt du, ich bin auch ständig hier am Aufräumen. Die ganze Zeit. Du machst dir davon gar kein Bild. Ja? Und irgendwann kannst du es nicht mehr sehen, das Chaos. Du kannst es einfach nicht mehr sehen. Aber trotzdem, du wirst es nicht. Meine Frau reagiert manchmal bei den Kindern völlig übertrieben und hysterisch. In Sachen Kindererziehung kommt es bei uns ständig zu Streitereien. Das Thema ist ein echter Liebeskiller. Manchmal würde ich die Zeit gern zurückdrehen, als wir noch keine Kinder hatten, weil die Zeit war einfach unbeschwerter. Also in unserem Familienleben habe ich einfach das Gefühl, ich bin die Putzfrau, das Taxiunternehmen, die Seelsorgerin und eigentlich der Mülleimer für alles. Meine Frau ist sehr hier entstanden, die wir jetzt einfach für uns positiv nutzen müssen. Es hat auch eine ganze Menge, finde ich, aufgewühlt. Und ich denke, darauf kann man gut aufbauen. Konflikte wird es sicherlich noch geben, diesbezüglich mit dieser ganzen Ordnung und allem. Aber ich glaube, da sind wir auf dem Weg und haben da jetzt Lösungsansätze irgendwie für uns ein Stück weit schon erarbeitet. Bei dem Gespräch, wo da einfach so ein Mitgefühl da war, das war für mich ein berührender Moment. Da habe ich mich dir sehr nahe gefühlt. Ich habe die letzten Tage als sehr intensiv empfunden. Ich denke, wir haben viel aufgearbeitet, was lange so unter der Oberfläche unausgesprochen kochte. Ja, es ist im Alltag wirklich schwer, ne? Weil einer braucht halt doch irgendwie diese Fäden in der Hand. Einer braucht den Gesamtüberblick. Das ist mit Kindern einfach so. Wenn ich weiß, ich kann mich auf den anderen verlassen, kann ich auch loslassen. Das hat mich schon sehr nach vorne gebracht, muss ich sagen. In manche Punkte dann echt die Augen geöffnet, was man da eigentlich so macht. Die Bedürfnisse und die Äußerungen der Kinder noch viel ernster zu nehmen, fand ich total klasse. Ich denke, dass unser Erziehungsstil im Großen und Ganzen schon übereinstimmt. Für mich steht im Zentrum der Erziehung eigentlich die Liebe. Setz dich mal ordentlich hin, sonst kann ich nicht lesen, ja? Jetzt komm unter die Decke, Lotta. Jolli, jetzt leg dich hin, bitte. Bin ich müde. Ich find's doof, warum man da jetzt so lange dabei bleiben muss. Man muss einfach sagen, jetzt ist Ruhe und ansonsten passiert das oder das. Irgendwie habe ich ja halt echt einen 150%-Job. Und mir fehlt manchmal auch die Kraft, konsequent zu bleiben und das halt so ja, durchzuziehen. Das verstehe ich auch. Aber du weißt ja auch genau, ich meine, dann muss Ruhe sein abends. Und das muss, finde ich, dann auch geregelt sein. Und wenn Geschichte und dann gute Nacht und fertig. Mir fällt es halt schwer, wenn das. Corinne und Frank wohnen mit ihren drei Kindern in Marbach. So schön das ländliche Leben ist, abends sind die beiden oft am Ende ihrer Kräfte. Du gibst jetzt Ruhe, okay? Schatz, wie sieht's aus? Was ist los? Wann kommst du denn heute? Kann ich noch nicht genau sagen, je nachdem, was Annick ich denke, aber. Annick und Stefan sind seit 3 Jahren verheiratet und leben in Berlin. Da im Prinzip 4 unterschiedliche Vorstellungen in einen Laden gehen. Und dann stellt man oft sogar schon eine Belohnung oder irgendwas Gutes in Aussicht, was man zu Hause macht, um einem
Konflikt aus dem Weg zu gehen und den Einkauf hinter sich zu bringen. Das wollen wir genauer beobachten und schicken die Familie in einen Supermarkt. Ich möchte mich gerne mal kurz inspirieren lassen, mal kurz den Blick schweifen lassen. Wenn dann irgendwie zwei Kinder in unterschiedliche Richtungen laufen und mein Mann eigentlich sowieso vom Einkaufen gestresst ist, dann merke ich so, dass diese Unruhe sich auf mich überträgt. Leider ja. Wartet mal, wir müssen mal kurz gucken. Erstmal orientieren. Soraya! Wir wollen uns was aussuchen. Ja, ich weiß, dass ihr euch was aussuchen wollt. Jeder kann zwei aussuchen. Auch. Meine Freundin, nicht seine, so. Welche, die hier? Ich wollte die und die. Wir brauchen, warte mal ganz kurz. Marlena, die beiden? Guck mal, jetzt darf, guck mal. Ja. Marlena? Marlena? Ich kann sogar ganz. Soraya. Hey, Soraya. Und ich habe auch anfangs versucht, dran zu bleiben, damit wir so einfach gemeinsam ein bisschen durchgehen können. Ja, dann hat es uns aber irgendwie auseinandergerissen. Papa, du bist gemein. Komm mal bitte her. Komm, Lena. Hey. Bringt schon verschiedene Herausforderungen mit sich. In einem Laden, wo halt, sag ich mal, auch viele Bedürfnisse geweckt werden bei ihnen. Ne? Und da sind sie einfach auch schon Mädchen durch und durch. Da interessieren sie sich auch schon für Lippenstifte, für Haarshampoo, für Duschbad. Ne? Also, und das ist dann manchmal nicht leicht. Ich fand's nicht angenehm. Es hat uns ja auch relativ schnell auseinandergerissen. Die Kinder haben sich in alle Richtungen verteilt, haben auch heute erstaunlich schlecht gehört. Weil der Plan ja eigentlich war, wir gehen gemeinsam durch und holen erstmal die Sachen ein, die wir auf der Liste haben. Ich habe dich eher entspannt erlebt, aber irgendwie hat diese Entspannung nicht auf mich abgefärbt. Beide Paare reiben sich an den immer gleichen Themen auf. Die Auseinandersetzungen wiederholen sich. Bei der letzten Aufgabe geht es deshalb um die Kommunikation untereinander. Gespräche gibt es selten, ja. Ich würde gerne öfters mit Corinne in guten Gesprächen irgendwie sein. Also das ist definitiv. Kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass man da dann wirklich sich hinsetzt und jetzt quatschen wir mal über irgendwas. In der Lage, Gefühle zu äußern, sind wir eigentlich.